Liebe Leute, vor ein paar Wochen habe ich ja schon mal Videos darüber gemacht, wie es für mich war, bei einer Alkoholikerin aufzuwachsen. Heute will ich euch gerne erzählen, was für mich eigentlich die schlimmste Erfahrung an der ganzen Sache war, die ich bis heute mit mir rumschleppe und nie wirklich losgeworden bin. Die ganze Sache kann ich am besten anhand eines Beispiels erklären, einer Anekdote, die leider nicht einzigartig in meiner Kindheit war. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich meine Mutter oft auf ihren Sauftouren begleitet habe, um ein bisschen die Kontrolle zu haben, wie schlimm es wird. Manchmal konnte ich sie überreden, dass sie früher aus der Kneipe rauskommt, bevor sie total besoffen war. Ich habe sie dann also immer so ein bisschen bearbeitet und gesagt, komm, können wir nicht nach Hause gehen und so weiter und so weiter. Es war mal ein Sommerabend an einem Fluss bei uns zu Hause. Da war ich mit ihr in einer Kneipe, jenseits des Flusses sozusagen, und da hatte sie wieder ordentlich getankt. Es war schon dunkel im Sommer, also es muss ziemlich spät gewesen sein. Ich weiß noch genau, es stand kein Mond am Himmel und ich habe es geschafft, sie zu überreden, nach Hause zu fahren. Wir waren mit Fahrrädern unterwegs. Wir mussten über den Fluss, über eine Brücke. Auf der anderen Seite ging eine Treppe runter mit so Rinnen, wo man das Fahrrad runterschieben kann. Sie ging voran, stolperte, stürzte, überschlug sich und blieb unten unter ihrem Fahrrad liegen. Und da war aus meiner Erinnerung überall Blut, überall Blut. Und das fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Ich stand oben und dachte, oh Gott, jetzt ist sie tot. Was mache ich? Jetzt ist sie tot. Ich war vielleicht 12 Jahre alt, ich weiß es nicht. Und irgendwann stöhnte sie und das war für mich das Signal. Ich rannte zurück zu dieser Kneipe, habe Hilfe geholt. Dann kamen dann die Leute auch, die waren auch leicht angeschickert, haben dann einen Krankenwagen gerufen und sie abgeholt. Es war natürlich einerseits total furchtbar, seine Mutter in so einer Situation zu sehen, aber das, worauf ich eigentlich hinaus will, kam danach. Im Krankenhaus hat man sie nämlich gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Warum sind sie denn die Treppe runtergefallen? Und dann hat sie gesagt, ja, mein Sohn, der war hinter mir mit dem Fahrrad und hat mich angestoßen mit seinem Fahrrad und deswegen bin ich ausgerutscht und gestürzt. Ich stand da und sagte, nein, das stimmt nicht. Ich stand doch noch oben. Du bist doch runtergegangen und bist gefallen. Und sie sagte, nein, lüg nicht. Du hast mich angestoßen und bist gestürzt. Alle anderen Erwachsenen standen um mich rum und machten so, ja, ja, du kannst das ruhig zugeben. Das kann ja schon mal passieren. Und ich wusste nicht mehr, was wirklich ist. Es haben mir so viele Leute gesagt, auch hinterher danach, hat mir keiner geglaubt, diese ganze Geschichte geglaubt. Ich habe auch nicht erzählt, wie besoffen sie war, damit das nicht alles rauskommt. Und deswegen hat natürlich niemand mir geglaubt. Und irgendwann war wirklich der Punkt erreicht. Und das ist so furchtbar und so schrecklich für mich bis heute, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, vielleicht habe ich sie hier angestoßen. Vielleicht bin ich ja einfach verrückt. Vielleicht kann ich einfach meinen Augen und meinen Ohren nicht trauen. Und dafür gibt es eine Menge anderer Beispiele, dass sie so sehr darauf bestanden hat, dass ich an irgendwas schuld sei, was sie zu verantworten hat, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, ist meine Erinnerung richtig. Selbst wenn wir alleine waren, habe ich sie zur Rede gestellt und gesagt, jetzt sag wenigstens mir ins Gesicht, sag mir wenigstens die Wahrheit, sag, dass es stimmt, woran ich mich erinnere. Hat sie nicht getan. Konnte sie vielleicht auch nicht aufgrund ihrer Krankheit. Aber das ist etwas, was mich innerlich zerrissen hat. Denn Eltern sind dafür da, Kindern die Welt zu erklären. Eltern erklären dir, wo oben ist, wo unten ist, was blau ist, was rot ist. Und wenn Eltern im Widerspruch zu deiner eigenen Wahrnehmung stehen, dann weißt du als Kind nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Wortwörtlich. Und deswegen redet Kindern nichts ein, was nicht wirklich passiert ist. Steht dazu, wenn ihr einen Fehler gemacht habt und gesteht dem Kind zu, dass es eine Wahrnehmung hat und dass diese Wahrnehmung nicht grundsätzlich falsch ist. Hier in dem Video könnt ihr sehen, was man besser noch nicht mit Kindern in Erziehung machen sollte. Und wenn ihr keinen meiner Zornausbrüche verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.